Live Channel Music Loft. Vielen herzlichen Dank, Deborah Rosenkranz, live bei uns in der Live Channel Music Loft. Und mit dabei hast du noch den Bench am Piano. Heiß ich natürlich auch. Coolen. Herzlich willkommen. Schön bist du hier. Schön, dass du da bist. Schön siehst du aus. Absolut, ich stehe voll oder? Auf seinen Style, seine Haare man und so. Man sieht ihn jetzt leider nicht mehr, ja, aber vielleicht sieht man nachher nochmal, wenn er kurz ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal ins Bild kommt. Das hoffen wir mal schwer, das hoffen wir. So wie er spielt und singt, hoffen wir das. Unbedingt. Herzlich willkommen, Deborah Rosenkranz. Wir machen das Ganze jetzt heute auf Hochdeutsch, weil wir haben ja viele Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, die auf Deutschland sind wahrscheinlich, ja. Oder Österreich, überall. Also ein großes Willkommen an alle. An alle. Deshalb ein großes Willkommen an alle. Und die von euch, die zuschauen und Music Loft noch nicht kennen, ihr dürft sehr gerne in der Kommentarspalte all eure Fragen stellen an die Deborah. Jetzt ja, unbedingt. Ich eure bin Gelegenheit. Gespannt. Hä? Was erfahren? Wir haben hier schon, jemand schreibt, oh, so gut. Und es ist schön, mal wieder vor Leuten live Musik. Ist es schön, mal wieder vor Leuten live Musik zu machen? So gut. Sind schon die ersten Fragen da. Wir kommen noch darauf zurück. So gut. Das wäre es eigentlich mal mit der Begrüßung. Hä? Du bist ja, hier bei uns. Ich bin wie zu Hause hier. Also fühlst du dich wohl? Ich war ja 6 Jahre auch in Rapperswil gerade daneben. Eben, das also ist ja gleich. Ich fühl mich zu Hause hier. Eben, du bist ja wieder ein im Heimspiel. Herzen auch Schweizerin, auch wenn man es nicht hört. Aber Heimspiel sozusagen ja, für voll, dich. Ja, voll. Super. Also dann, komm, wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Wenn es da schon Frage hat, ist es schön, mal wieder für dich live vor Leuten Musik zu machen? Hey, tatsächlich ja. Ich habe mich so auf heute gefreut. Also riesig, mit ihm sowieso Musik zu machen. Mhm. Ja, es fehlt. Es fehlt wirklich. Aber ich erwische mich auch dabei, dass ich spazieren gehe. Ich gehe ganz viel spazieren, wie so eine Oma. Aber ich liebe die Natur und ich fange an dabei zu singen. Okay. Und das hatte ich nicht mehr, als ich ständig auf Tour war und ständig singen musste. Mhm. Habe ich das verloren und ich feier das jetzt zu sehen, das ist so tief in mir drin und ich liebe es wirklich. Okay. Also ich habe mit Kopfhörern auf den Ohren vorgestern lauthals gesungen, bis ich Schreie höre und denke, hey, was geht hier? Und dann waren so die Apfelernter da draußen und die haben mich gehört und gesehen. Und yeah! Dann dachte ich, auch schön, auch schön. Also jetzt singst du auch wieder unter Dusche, überall wieder voller überall. Freude. Frag meine Nachbarn. Super. Nein, ich liebe es, also. Schön. Für alle da draußen, die Deborah Rosenkranz nicht kennen, du bist aus Deutschland, wie man hört. Hä? Du bist Sängerin, Songwriterin, Buchautorin. Du hast auch, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Schweizerdeutsch, ha? Schweizerdeutsch kommt immer mal wieder durch. Hä? Mitbegründung für eine Einrichtung für Frauen mit Essstörungen. Also du machst sehr viel. Was davon machst du jetzt eigentlich aber am liebsten? Wow, ich glaube, es ist wirklich die Mischung, die es bei mir ausmacht. Also natürlich bin ich durch und durch Musikerin, Sängerin. Mit 9 Jahren habe ich in mein Tagebuch geschrieben, dass ich Sängerin werden will. Also nicht nur das, ich habe reingeschrieben, dass ich durch die Musik Menschen Hoffnung schenken möchte. Okay. Und das ist eigentlich ein Geschenk, das heute so erleben zu dürfen. Aber ich liebe alles, womit ich Menschen wirklich Mut machen kann, Hoffnung schenken kann. Und das erlebe ich ja. Also ich habe hier genug Katastrophen in meinem Leben erlebt und bin auch Gott sei Dank immer wieder rausgekommen und das möchte ich eigentlich weitergeben. Mhm. Und die Einrichtung, hey, ich bin so froh, seit 5 oder 6 Jahren jetzt gibt es die in Stein am Rhein, also in der Schweiz, das Power to Be und man hört einfach so viele wundervolle Geschichten, die da rauskommen. Morgen bin ich wieder dort. Bist wieder dort, hä? Und darf zu den Frauen sprechen. Ah, schön. Ja, okay. Ja. Sehr cool, sehr cool. Ja. Du sagst es selbst, du hast schon sehr viel erlebt in deinem Leben, nicht nur Schönes. Bei meinen 20 Jahren. Ja, genau, oh, ja. 19 hätte ich jetzt geschätzt. Oh, okay, so ja, gut. Du, mehr, ja, gut. Mehr, ja, ja. Das Lied, das wir gehört haben, vorhin zum Beginn, weil du was wert bist, sehr ein schönes Lied, hat aber auch eine sehr traurige Geschichte, sehr traurige Hintergrund eigentlich. Wie ist das Lied entstanden? Worum geht es da eigentlich? Deswegen dachte ich mir, das ist ein heftiger Start. Ist ein heftiger Start. Wir gehen gleich zu Beginn in die Tiefe. Ich habe noch nicht so oft darüber gesprochen. Mhm. Deswegen, also ich merke das sofort in meinem Kopf. Im Februar habe ich das erste Mal darüber gesprochen, weil ich das in meinem Buch letztes Jahr geschrieben habe. Ich war in Südfrankreich. Mhm. Dort schreibe ich immer meine Bücher. Und ich dachte mir, ich kann dem Thema vielleicht 2 Kapitel widmen, aber wenn ich es nicht schaffe, darüber zu sprechen, schmeiße ich diese 2 Kapitel zum Schluss raus. Okay. Und da geht es darum, dass ich selbst mit 21 Jahren sexuell missbraucht worden bin. Mhm. Und muss man nicht viel zu sagen, es ist furchtbar, sowas zu erleben. Ich war in einer Beziehung und ich kam auch aus der Essstörung, also ich hatte eh kein Körpergefühl,
Ich habe mich selbst nicht fühlen können. Ich habe meinen Körper gehasst zu dem Zeitpunkt. Also habe ich mich eh nicht berühren lassen. Das wusste mein Freund damals und wusste auch, dass für mich das Thema absolut tabu ist. Und ja, irgendwann hat er mir K.O.-Tropfen in mein Getränk gekippt. Und ja, hat sich genommen, was er wollte und mich im wahrsten Sinne des Wortes danach liegen gelassen. Das war sein einziges Ziel. Und ich bin dann wieder zu mir gekommen, sozusagen. Und für mich war mein Leben vorbei. Also man hört so viele junge Frauen, die das erlebt haben, auch junge Männer, muss ich sagen. Die sagen, eben da beginnt der Hass auf den Körper. Noch mehr war das für mich da. Ich habe stundenlang geduscht danach, aber der Dreck ging nicht weg. Also ich denke, heute kann das jeder ein bisschen nachvollziehen. Jetzt während Corona, wir waschen uns die Hände und denken immer, ist noch was übrig. Und das mal 400.000 ist das Gefühl, das man da hat. Ich bin von zu Hause abgehauen, weil ich bin Pastorentochter und ich dachte, geht gar nicht. Wem kann ich mich hier anvertrauen? Das wird niemand verstehen, wie es in dem Text ebenso ist. Was ich heute als Fehler sehe, ich würde jedem empfehlen, der das erlebt, sich sofort zu öffnen, mit jemandem zu sprechen. Die Menschen verstehen mehr, als man glaubt, und jeder will helfen. Wie war das denn bei dir? Konntest du da mal mit Anfang 20, hattest du jemanden, um darüber zu sprechen? Oder kam das wirklich erst jetzt, wo du das Buch geschrieben hast, kam das langsam wieder an die Öffentlichkeit? Hast du das so lange unterdrückt? Oder wie sieht das aus bei Ich muss dir? heute sagen, Gott sei Dank hatte ich damals schon echt eine Beziehung zu Jesus. Also das heißt, ich bin regelmäßig in die Kirche, aber nicht nur das, ich habe Bibel gelesen, ich habe gebetet und ich habe mich geschämt, sogar vor ihm, was ja Blödsinn ist. Aber es war gerade Ostern zu dem Zeitpunkt und da musste ich in die Kirche als Pastorentochter und das war gut so. Und ich höre den Pastor da vorne das sagen, was ich selbst so oft schon gehört habe. Aber dieses Jesus ist für deine Sünde und Scham ans Kreuz. Und der Satz Scham auch noch, das war für mich, okay, Deborah, wenn du da raus willst, je wieder heil werden willst, musst du zu ihm rennen. Und an dem Tag war für mich wie ein Neubeginn, mein Leben Jesus sozusagen zu geben, weil ich hatte ja nicht mehr viel Leben, für mich war das ein Stück Dreck. Und es war nicht so, dass das schlagartig was verändert hätte, aber ich konnte, ich würde sagen, innerhalb von einem Jahr tatsächlich aus diesem, ich bin das Opfer, aus dieser Rolle rauskommen und erkennen, ich bin nicht das, was mir passiert ist, wovon dieser Song auch handelt. Und so war ich in Südfrankreich, habe es aufgeschrieben und ich wusste zum, ah genau, ich bin nach Hause gefahren am Mittwoch und am Donnerstag war ich im Tonstudio in Mannheim, kannte den Songwriter nicht und er sagt, hey, ich finde deine Musik super cool, aber mach dich mal inhaltlich zerbrechlicher, schreib doch mal über Missbrauch oder so. Und ich denke so, what? Wir haben diesen Song geschrieben, in 7 Stunden war der Wow. fertig. Und am nächsten Tag war Hochzeitstag meiner Eltern. Meine Mutter macht die Tür auf und sagt, was habt ihr gestern eigentlich für einen Song geschrieben? Ich hatte nie mit ihnen darüber Deine gesprochen. Eltern wussten nichts davon. Bis auf meinen kleinen Bruder und eine Freundin wusste niemand Wow, was. okay. Und dann dachte ich mir, super Hochzeitstag. Aber wir hatten den ganzen Tag Zeit und das war gut. Und wir haben zusammen geweint. Mein Vater, ich werde nie vergessen, er hat gesagt, das zerreißt ihn als Vater, das heute erst zu erfahren. Aber er sieht ja anhand meines Lebens auch, dass Gott nichts, es klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist nichts außer seiner Kontrolle passiert und wie er das benutzt, um anderen Menschen Hoffnung zu schenken. Aus Und er, Schlechten was Gutes, das Beste daraus genau, macht und er sozusagen, hat ne? gesagt, Deborah, wir stehen hinter dir, geh, öffne deinen Mund und sprich darüber. Und das war letztes Jahr im Juli. Wir hatten über ein halbes Jahr, um uns selbst darauf vorzubereiten, dass ich darüber sprechen würde. Und das hat es gebraucht. Ich habe das immer geübt unter Freunden und jedes Mal haben wir geheult. Also ja, und das ist jetzt meine Botschaft, weil mir so viele schreiben, auch die das erlebt haben. Ich weiß, wie es ist. Aber ich weiß auch, dass man vergessen kann. Man kann wirklich vergessen und rauskommen. Hast du auch Erfahrung gemacht, jetzt gerade mit dem Song, der über das Thema geht, wie der jemandem geholfen hat, oder hast du da schöne Erfahrungen, nehme ich mal an, gemacht? Hast du da vielleicht ein Beispiel Ich oder habe ein so? dramatisches, ich habe viel Schöne, viele, Ja. die gesagt haben, ey, ich habe mich da wiedererkannt in jedem einzelnen Satz und es hat mir so geholfen, rauszukommen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war, wo der Song rausgekommen ist oder 1, 2 Tage später, ist eines der Mädchen, das ich eh schon länger jetzt begleitet habe, sexuell missbraucht worden. Und sie sagt, das ist so verrückt, da kommt so ein Song raus und du erlebst das im Moment. Und das
sie ist daraufhin auch zur Polizei, hat die angezeigt und das war für sie wie die Ermutigung auch überhaupt, ja, sich Hilfe zu holen, aktiv zu werden und auch, natürlich ist es nicht von heute auf morgen alles gut, aber den Prozess anzugehen, da wieder heil zu werden. Und das ist natürlich schön, also in der Dramatik trotzdem die Hilfe zu bekommen. Ja, und hey, für mich gefühlt ist der Song gestern erst erschienen, weil Corona alles gebremst hat. Das Album ist rausgekommen, eine Woche später war Corona. Lockdown also, und super, oder? Ich freue mich nächstes Jahr volle Pulle damit auf Tour zu gehen. Wunderbar, da kommen Sie natürlich auch drauf. Gell? Sehr schön. Du hast ja wirklich allgemein in deinem Leben schon sehr viel erlebt. Schwere Essstörungen, schwere Depressionen, eben auch sexueller Missbrauch. Ja. Wie ist das für dich eigentlich, mit solch intimen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen? Oder was genau ist deine Motivation dahinter? Gott sei Dank ist mir da eine Leichtigkeit geschenkt worden. Gott sei Dank. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt davon, das ist mein Auftrag im Leben. Gell? Ich habe niemanden zu schützen. Ich habe keine Familie drumherum. Und das ist einfach über die Jahre so eindeutig geworden. Ich bekomme so viele E-Mails, in denen es heißt, hey, wegen deinem Song oder deiner Message hier bin ich heute noch am Leben. Und das ermutigt mich jeden Tag aufs Neue. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts zu verlieren. Authentischer als das bekommt ihr mich nicht. Wenn ich ehrlich bin, die ersten Jahre, als ich da, wo ich ein bisschen als singende Flugbegleiterin bekannt und alles war so aufregend und toll, durfte mit Weltstars auf Tour, da habe ich mehr versucht, ein bisschen, man sucht sich ja selber, so, ja. Oh, sitze ich richtig da, sitzen die Haare, passt alles. Und da geht so ein bisschen von der Message was verloren und heute ist mir das alles egal, weil ich hoffe, dass du, der du jetzt da sitzt und zuschaust, wirklich berührt wirst und was mitnimmst für dein Leben, weil hey, dein Leben ist, jedes Leben ist so wertvoll und ich wünsche mir heute, dass jeder aufhört, seine Wunden zu lecken. Eine Zeit lang ist es okay, aber dann, jeder hat einen Auftrag, jeder hat eine Stimme, jeder kann was machen, auch jeder, der da sitzt und denkt, ich habe doch keine Gabe. Oh doch, und wir brauchen einander. Also so wie es dich heute braucht, der mich interviewt, brauche ich dich, sonst wäre ich... Und so ist es in jedem Bereich des Lebens. Begegnen dir alle Leute immer mit Verständnis oder gibt es auch solche, die jetzt das nicht so toll finden, wenn du mit solch intimen Details an die Öffentlichkeit gehst? Also ich erlebe ganz, ganz viel, hauptsächlich Verständnis, tatsächlich, ja. Gott sei Dank. Ich habe ein paar Leute natürlich auch ein paar Zuschriften, die es gar nicht glauben können, die denken, das wäre erfunden. Kann doch nicht sein. Komm, Essstörung, Depression, sexuelle, komm, du brauchst nur eine neue Story. Das ist doch Marketing. Das habe ich auch schon gehört. Okay. Aber ich versuche mich davon nicht irritieren zu lassen, weil ich weiß, es ist die Wahrheit und ich sehe die Menschen, denen ich helfen kann und auf die konzentriere ich mich. Und also letzte Woche hat jemand auf YouTube gepostet, ich hasse Frauen wie dich. Wow. Das tat weh. Und ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber sehr sachlich, weil ich mir gedacht habe, das ist sicher ein zerbrochener Mensch, verletzte Menschen verletzen. Und ich fand es so großartig. Vorgestern, vor 3 Tagen, hat die Person geantwortet, drunter öffentlich, hey, ich muss mich entschuldigen. Schön. Ich war eifersüchtig. Du wirkst halt wie eine Frau, die alles hat, der alles zufällt. Und ich glaube, dass viele diesen Eindruck gewinnen, weil ich bin auf den Bühnen, hey, ich erlebe so viel, das ist unglaublich. Aber viele erleben auch die Tränen nicht dahinter. Ich habe meiner Mutter kürzlich gesagt, wenn die Leute wüssten, ist, ich habe wahrscheinlich mein halbes Leben geweint und gelitten. Was macht das allgemein mit dir, wenn du so viele schlimme Sachen erlebt hast und dann kommt jemand und sagt, das hast du nur erfunden, um Geld zu machen, um wieder eine neue Story zu haben, PR zu haben oder so. Was macht das mit dir? Erstmal rege ich mich innerlich tierisch auf, weil ich halt gleichzeitig sehe, wie viel ich arbeite. Hey, ich war Weihnachten im Studio, damit wir fertig werden mit dem Album und das. Ich Tag und Nacht bin ich am Arbeiten und das tut mir halt weh, dass es dann nicht geschätzt wird. Aber auf der anderen Seite versuche ich, meinen Lob nicht von Menschen zu bekommen, sondern ich versuche echt fokussiert zu bleiben. Und da braucht es aber Menschen um mich herum, die mich daran erinnern, weil ich selbst würde das nicht packen. Es gibt aber viele Menschen, die wirklich viel Freude an dir haben. Zum Beispiel schreibt da eine Selina, Deborah, du bist so eine Ermutigung für so viele Menschen. Ich danke dir. Ach, ist das schön. Danke, Selina. Also, da haben schon ganz schön viele Sachen. Jemand will zum Beispiel wissen, ob du schon verraten kannst, in welche Richtung dein neues Buch geht. Wow, werde ich das heute öffentlich machen? Spoiler, hä? Soll ich? First time ever, ich ever, ever, sagen, ever? Ja, das geht heute, das geht heute. Okay, ich mach's. Ich mach's. Also, ich habe 2 Seminare schon angekündigt und habe den Titel zu den Seminaren nach meinem Buchtitel benannt. Oh. Und das hatte ich nicht verraten. Also, der Buchtitel lautet Ja zu dir.
Schön. Ja, ja zu dir. Heute exklusiv bei uns in der Live-Channel Music Loft, der Titel vom neuen Buch von der Deborah Rosenkranz. Und damit meine ich ja zu dir. Ah, ja, nicht aber zu auch dir, ja okay. Zu, ach so, nee, ich heirate nicht. Aber auch ja zu Gott. Und es braucht diese zwei Jahre im Leben, um weiterzukommen. Und das ist ein Andachtsbuch. Sehr schön. Und viele Männer haben sich beschwert bei meinen letzten Büchern, dass ich immer in der Sie-Form geschrieben habe und dass es Frauenbücher waren. Diesmal ist es wirklich auch für wirklich die für Männer. Alle. Wunderbar, wunderbar. Ja, da danke ich ja dir. Ja, zu das mir ist sagen. Neues Buch. Du hast auch nebenbei ein neues Projekt am Start. Ja. Ein Wunder für jeden Tag. Hey. Erzähl uns mal, was genau ist das? Mein Leben ist doch ein Wunder. Ja. Also, es ist mega, dieses Projekt. Das haut mich um, weil das hat auch mit dem Buch zu tun. Ich schreibe hier also ein Buch mit Inputs für einmal die Woche. Und es war wirklich, also manchmal ist Gott sehr klar. Das ist ja mehr so ein Gefühl, hey, poste heute mal über ein Wunder. Und ich dachte, das passt heute nicht rein. Ich poste über ein Wunder, bekomme daraufhin eine Nachricht aus Holland von einem Mann, den ich nicht kenne. Der sagt, hey, wir würden dich gern kennenlernen. Wir haben da ein Projekt. Das heißt, ein Wunder für jeden Tag. Und jetzt hat er in Holland wirklich genauso dieses Gefühl gehabt, er sollte mich kontaktieren, ob ich nicht die Autorin für die Schweiz, Deutschland und Österreich werden möchte. Das Projekt gibt es schon seit 5 Jahren. Ich kenne das von meiner Mutter, die auf Französisch, das sind E-Mails, bekommt jeden Tag mit ebenso Ermutigungen. Und ich weiß, wie gut das ist und erreicht fast 1 Million Menschen schon. Und jetzt werden wir damit wirklich beginnen am 24. Dezember. Das heißt, wenn man möchte, kann man sich da anmelden, dann kriegt man ab dem 24. Dezember jeden Tag eine Mail von dir. Von mir, privat. Mit der Ermutigung. Mit einem Wunder für jeden Tag. Also am besten jetzt schon, es gibt sogar eine Page für die Schweiz, ja, www.einwunderfürjedentag.ch. Also für UE, gell? Für UE, genau. Ja. Funktioniert auch mit DE, also jetzt am besten anmelden, um die erste E-Mail nicht zu verpassen. Und wie sieht so eine E-Mail aus oder wie sieht so ein Wunder aus? Es ist wirklich sehr persönlich, also ich wollte nicht irgendwie was Kompliziertes oder zu fromm. Es ist wirklich aus meinem Leben, so wie ich immer rede und wie ich Gott im Alltag erlebe. Also ich erlebe ja große Wunder, aber es sind auch die kleinen, es sind lustige Begegnungen. Und ich will es wirklich für jeden greifbar machen. Also sprich den Geschäftsmann genauso an wie einen Menschen, der jetzt unter Essstörung leidet. Und das finde ich das Schöne an dem Ganzen. Ein Bibelvers ist immer mit drin. Und das Schöne ist, hinter dem Projekt ist ministryjesus.net. Also die haben Seelsorgeteams dahinter, wenn die Menschen noch mehr Fragen haben, noch mehr Infos wollen oder lokal Kirchen suchen, wird ihnen da geholfen. Und das finde ich so cool, weil mir schreiben so viele und ich versuche immer jedem einzeln zu antworten und schaffe das ja nicht. Und dann sind sie hiermit sofort connected und nicht mehr allein. Und das ist für mich auch ein Geschenk. Die schreiben sehr viele Leute privat auch so. Hä? Und das bricht mir immer das Herz, weil manchmal schaffe ich es nicht bei allen. Dann kommt irgendwann, du hast mir nie geantwortet, du meinst das gar nicht. Und ich denke so, und ich im Bett mit Herzrasen und denke, da müsste ich noch und da. Es ist gar nicht so leicht. Ja, das kann man vorstellen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Weil, also ich schätze wirklich jeden, der sich Zeit nimmt, um zu schreiben. Und ja, klar. Die Not ist auch meine Not. Deswegen schreibe ich auch Bücher. Eigentlich sind alle Antworten schon in den Büchern drin. Okay. Und ich wünsche mir immer, nicht zum Verkaufen, sondern wirklich, es sind die Antworten auf die vielen Fragen. Okay. Und für all die, wo du jetzt vielleicht noch nicht geantwortet hast, singst du jetzt dafür was Schönes für uns, ja, oder? Noch ihr könnt Schluck. Euch mal gerne bereit machen. Wir hören jetzt ein wunderschönes Lied. Juhu! Du sagst, Juhu. Original von Lauren Daigle natürlich. Hey. Welthit, wirklich, hat alle Rekorde gebrochen und alle Abzeichnungen abgeräumt und du coverst das jetzt für uns. Ich jetzt auf Schweizerdeutsch. Jetzt, ja genau, das wäre eine Challenge. Jetzt nicht mehr Deutsch, sondern Schweizerdeutsch. Beim nächsten Mal, okay? Du sagst, du bist geliebt, ist ganz einfach. Du sagst, du bist geliebt. Oh, wieso lachen sie sich da hinten kaputt? In der Regie lachen sie, ne? Also, meine lieben Freunde da draußen, Deborah Rosenkranz mit Du sagst. Unserem Publikum gefällt's auch. Da schreiben Leute, so berührend dieses Lied. Ich singe jede Zeile mit. Wow, sehr schön. Hab gerade Tränen in den Augen. Deutsche Version noch berührender. Danke. Und auch, wann kommt die französische? Ha? Ah. Les mots dans ma tête, nous sommes... Ja, okay, morgen dann. Morgen, okay, morgen, super. Und sehr passend eine Frage noch, wo, finde ich, passt wirklich zu diesem Lied und auch sonst für diese Zeit. Jemand schreibt, ergibt das Leben noch Sinn in so einer ungewissen Zeit? Wow. Und ich glaube, wow. Du bist genau die Richtige, um diese Frage zu beantworten. Ja, oder? Hey,
Also ihr beides, ja, ja. Hey, also ich will ehrlich sein, die Zeit ist schwierig. Also auch für mich, kostet mich sehr viel Kraft. Wenn ich ganz ehrlich bin, gestern hat es mich so gepackt. Ich hab einen halben Tag echt geheult und ich habe es fast selbst nicht in den Griff bekommen. Es waren verschiedene Faktoren. Aber auch an mir als Künstlerin nagt es extrem. Ich kann nicht auf Tour sein. Hey, auch wirtschaftlich. Ich meine, was bringt morgen? Also ich staune, weil Menschen, also ihr aus Facebook, Menschen, die ich nicht mal kenne, wo ich die Namen nachher googeln muss, überweisen mir Geld. Das ist verrückt, weil eigentlich sind die Einnahmen für Künstler im Moment gleich null. Und es ist ja nicht nur das. Es ist, man will leben, man will unter Leute. Die Person, die das geschrieben hat, wird ihre eigene Geschichte haben. Und ich sage, ich würde diese Zeit nicht gesund überstehen, hätte ich nicht Gott. Und das ist ja das Schöne, dass Gott für jeden greifbar ist, Gott für jeden da ist. Natürlich steht er nicht vor uns, umarmt uns, wenn wir es gerade brauchen. Und das ist das, wonach wir Menschen uns sehen. Aber mein Glauben hat diese Krise vertieft. In Philippa irgendwo, ich bin immer schlecht mit sowas, in der Bibel steht, aber dass Gott uns einen Frieden schenken möchte, der unseren Verstand übersteigt. Und ich erlebe das in dieser Zeit, aber nur, wenn ich mich bewusst an ihn wende. Also ich gestern, das war so schön, also mein Zusammenbruch war nicht schön, aber ich lag dann auf meinem Schreibtisch und habe gemerkt, meine Tränen tropfen auf die Bibel, weil die Bibel war gerade unter mir. Und ich muss echt sagen, also wenn du weinst, dann weine vor Gott. Und wenn du fällst, dann fall vor Gott. Und das ist das, was mir jeden Tag dann doch neu Kraft gibt und neu Freude gibt. Es ist normal, im Moment Angst zu haben. Aber auch eben, die Bibel hat immer Antworten. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, was bedeutet seid getrost? Also, das ist wirklich, hey, mach dir keine Sorgen. Ich bin der, der alles im Griff hat, auch wenn es nicht so aussieht. Und ich lerne gerade selbst, mich immer neu Gott anzuvertrauen und ihm auch zu sagen, ey, Moment, ich habe keine eigene Kraft mehr. Ah, ich bin der Herr. Also irgendwie stehen alle Antworten in der Bibel und ich würde gern jeden schütteln und sagen, lies mal da. Ja, du brauchst das genauso wie ich und wir sind im gleichen Boot. Ja, das Leben macht Sinn, unbedingt. Und ich bin überzeugter denn je, dass es eine wertvolle Zeit sogar sein kann, wenn wir unsere Stimme jetzt erkennen und nicht im Selbstmitleid versinken, sondern erkennen, dass wir durch Gott jetzt sogar stärker sein können als die erfolgreichsten Menschen. Weil die können im Moment auch nicht viel bewegen. Aber wir können, das Album heißt nicht umsonst Liebe ist lauter. Wir können jetzt mit Liebe lauter werden. Liebe ist lauter. Übrigens hier sieht man vielleicht in der Kamera das Album schön hier aufgestellt. Yeah. Für alle, die es noch nicht haben, kann man bestellen auf deiner Website und sonst wo überall. Ist bei Gerd Medien, genau, sonst überall erhältlich. Am besten wirklich das Album kaufen, wenn man Künstler unterstützen will und nicht Spotify genau. Und so. Leute, wir haben nichts davon. Aber, lass uns doch mal kurz über deinen Song Du sagst sprechen. Mm. Ist ein Riesenhit, Welthit von Lauren Daigle. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Song zu covern? Hey, mega coole Geschichte. Also mich hat der Song genauso berührt. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult. Und dann habe ich ihn überall gehört, Südfrankreich, Spanien, überall lief der. Und ich dachte, krass, so eine Message, wenn die in der eigenen Sprache wäre, wäre super. Habe einfach mal übersetzt, ich meine, zum Testen. Und dann war ich in unserem Power to Be, unserer Einrichtung für Frauen mit Essstörung. Und die Frauen hatten so viele Fragen. Ich dachte, der Song ist doch die Antwort auf alles. Perfekt dafür. Ich teste den mal kurz und habe ihn vorgesungen. Und es liefen halt Tränen. Überall. Und dann dachte ich, ich hole mir die Rechte von dem Song. Ist ja nicht so, dass es so leicht wäre, an die Rechte zu kommen. Ich wollte gerade sagen, das war sicher noch eine komplizierte Angelegenheit. Du musst echt noch einiges vorlegen. Wow. Aber Daniel, Was braucht es da? Dass man da so einen Welthit überhaupt covern darf? Auf Deutsch, kurz gefasst, du musst beweisen, dass du erfolgreich bist. Ah, okay. Und das ist echt, ich habe viel gebetet. und Daniel, mein Produzent, er hat gesagt, wir nehmen den auf, wir kriegen die Rechte. Wir hatten noch nicht mal die Rechte und der Song war fertig aufgenommen. Okay. Und es war echt so eine Last-Minute-Geschichte und ich bin so dankbar, dass es geklappt hat. Und jetzt schon weiß ich, also der erste Auftritt und einzige vor Corona live, die Menschen sind weinend gestanden, also nicht mehr gesessen. Und ich will so Momente noch viel mehr erleben live, wenn es dann wieder so weit ist. Warst du etwas nervös, als du gewusst hast, du nimmst den Song jetzt auf? Ich meine, ist ja ein Riesenhit.
Da geht man ran und sagt, ja, ich cover den jetzt mal und mache ihn auf Deutsch. Ist das eine gewisse Verantwortung oder Nervosität, die da mitspielt? Das ist eine gute Frage. Nee, das hatte ich Gott sei Dank gar nicht. Okay. Weil ich so sehr meine eigene Geschichte da drin auch finde, dass ich einfach meine eigenen Emotionen reingelegt habe. Also, vergleichen bringt eh nichts. Das stimmt. der Musikvideodreh war noch lustig, weil das musste auch ganz schnell gehen und wir sind an die Nordsee gefahren dafür und es war gerade, als dieser Sturm da war, der riesengroße. Oh, war schön warm wahrscheinlich, ja? Ich bin fast gestorben bei dem Dreh. Ich bin in die Badewanne abends und es hat so richtig gemacht. Also man sieht die Bilder und es sieht so leicht aus. Aber ich bin da gestorben unter meinem Mantel. Aber der Witz ist, am Abend, nach 2 Tagen, schreibt mir der Produzent und sagt, Deborah, es hat den Sturm gebraucht, um solche Bilder rauszuholen. Ah, wirklich? Okay. Und es ist so fürs Leben auch so ein Satz. Es braucht den Sturm, um deine Schönheit oder deine Stärke nachher zu zeigen. Und das ja, konnte ich mitnehmen von diesem Dreh. Wunderbar, wunderschön. Wir kommen noch zu deinem nächsten und leider schon Hör auf, die Zeit Song. Vergeht so schnell. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell, leider. Ich will hier nicht weg. Wir machen jetzt einfach noch bis 22 Uhr durch, gell? Ich bin da, seid ihr auch dabei? Hey, wir bitte kommentiert, ja, genau. Nicht weggehen und so. Und dann... Wir machen einfach immer weiter. Ich schaue mich alle an, so wie am Feierabend. Ja, okay, okay. Schon lange, Leute, ich bleib da. Ach so, 24 Stunden, ich muss die Schweiz verlassen, sonst kann ich nicht, gell? Muss man noch sagen, wir haben das alles schön geklärt, dass du aber in die Schweiz kommen kannst. Das braucht gar nicht. Also wir machen ja nichts Illegales, hätte das alles geklärt, du darfst in der Schweiz sein. Bench vielleicht nicht, aber nein, du natürlich auch. Du darfst auch hier sein, also nicht, dass man uns da verurteilt. Aber komm, hören wir uns doch noch. Ich bleibe einen Song von euch an, dann gehe ich mal singen. Ne? Go! Schönes Mikrofon übrigens. Hey, danke. Also, das ist jetzt Liebe ist lauter. Liebe ist lauter, genau. Und da möchte ich einfach danken, wenn ich das darf. Unbedingt. Ich habe auch kürzlich gepostet, gesagt, hey, ich wollte ein Musikvideo drehen zu Liebe ist lauter. Das ist gerade schwierig. Und ihr habt gespendet, das ist ein Wahnsinn. Wir haben das Geld für den Dreh zusammen. Das ist verrückt. Und wir drehen jetzt im Dezember das Musikvideo zu dem Song. Wow. Das seid ihr. Das ist, jetzt darf nicht drüber nachdenken, sonst heule ich wieder. Ich heule immer so schnell. Dann jetzt unbedingt diesen Song für all die Leute, die dich unterstützen. Für all die Leute und den Song brauche ich genauso sehr. Liebe ist lauter von Deborah Rosenkranz. Vielen herzlichen Dank live bei uns hier in der Live-Channel Music Loft. Danke auch Bench für die schöne Begleitung auf dem Piano. Wirklich sehr schön. Und vielen er herzlichen singt Dank. So schön. Ja, und wir singen natürlich. Und die Leute sind auch begeistert. Hey, schön. Rudi Josuran, unser Mann vom Fenster zum Sonntag-Talk, habe ich heute vermisst hier. Ja, leider nicht hier heute. Er schreibt aber herzliche Grüße und eine Umarmung von Rudi und Esther Josuran. Und zurück ganz fest. Eine Umarmung zurück an dich, Rudi. Wir sehen uns bald, gell? Genau, genau. Dann, yes, Liebe ist lauter, oder? Jemand schreibt auch noch mehr als ein Lied, ein Segen, Hammerlied. Wow. Und jemand schreibt, wunderschön, Liebe ist lauter, ist eines meiner Lieblingssongs. Echt? Er hilft cool. mir so sehr, gerade in der jetzigen Zeit, die Tränen kullern über meine Wangen. Wow. Es sind Tränen der Heilung. Danke für dieses Lied. Oh, ich hab Gänsehaut, so schön. Was macht das mit dir, wenn du sowas... Hühnerhut, ja. Was macht das mit einem, wenn man sowas liest, wirklich? Es ist das Schönste, was passieren kann. Es ist besser als ein Erfolg in den Charts. Das ist, es geht um Leben. Ja. Ja, und jedes Leben lohnt sich, um auf das Thema zurückzukommen. Schön. Wow, schön. Sehr schön. Freut mich. Wunderbar. Du hast wirklich schon sehr, sehr viel jetzt erreicht in deinem Leben. Du bist Schriftstellerin, du hast Lieder, du bist Sängerin. Singer-Songwriter. Es ist schwer, es ist so auf Hochdeutsch auf einmal so zu moderieren. Schweizerdeutsch. Ja, Schweizerdeutsch wäre jetzt einfach einfach. Oder? Da könnte ich einfach drauf lossprechen, aber wir geben uns ja Mühe. Ich fange nochmal an. Aber du machst das super, jetzt ehrlich. Ich, mir fällt das gar nicht auf. Ja, dann bin ich froh. Ja, gib ihm auch mal hier einen Applaus. Weil ihr lieben Deutschen, das ist Dankeschön. Gar nicht so leicht für ihn, was er hier leistet. Ja, achso, wir versuchen es. Ne? Mir fällt es eben dann gar nicht auf, das ist so gut. Dann ist ja gut, Dankeschön. Super Sache. Jetzt werde ich rot, ne? Jetzt habe ich Gänse. Sau, ne? Super Sache, genau. Also, was ich eigentlich fragen wollte, ist, du hast schon sehr viel erreicht, bist Sängerin, Songwriterin, Buchautorin, hast Projekte und. Gibt es etwas, wo du noch hin willst, was du noch nicht hast oder was du noch erreichen möchtest gern in deinem Leben? Hey, gute Frage. Eigentlich ist es mehr von all dem, was ich jetzt schon tun darf. Alles ein bisschen mehr, aber ich träume schon von Anlaufstellen Schweiz und deutschlandweit für Menschen mit Nöten. Also nicht nur Essstörungen, sondern alles Mögliche zusammen. So ein Ort, wo man Hoffnung bekommt. Davon träume ich. Aber hey,
das mit diesen Impulsen pro Tag ist mal ein Anfang mit ein Wunder für jeden Tag. Die Musik ist ein Weg und all das möchte ich ausbauen. Also wir hatten mit einem Song auf diesem Album Brauche ich dich wirklich Erfolg in Deutschland im Radio, waren 25 Wochen in den Charts, in der Hitparade. Und ich merke, dass da halt viel mehr Leute mich anschreiben und sagen, was ist hinter der Musik? Und so kann ich ihnen noch mehr Hoffnung mitgeben. Und davon wünsche ich mir mehr, einfach noch eine lautere Stimme zu bekommen. Nicht für mich, sondern um diese Hoffnung weiter verbreiten zu können. Vielen herzlichen Dank, Deborah Rosenkranz. Ich will nicht weg, mach nicht Schluss hier. Nein, ich muss leider wirklich Schluss machen. Es ist so schön hier. Es ist mir wird es auch Spaß machen, was zu machen. Wir müssen leider... Einfach, weil ja, sonst... Mach weil Schluss mit mir, ist okay. Ich sag's jetzt mal weshalb. Oder einfach, dass man das noch weiß, auch für uns als Werbung. Wir schneiden das dann noch als Talk für das Super. Radio. Und da darf es nicht länger als Maximum so um die 45 Minuten sein. Weil sonst passt nicht in diese Talkstunde rein. Aber gute rein, Werbung, oder? Finde ich super. Ne? Machen wir noch. Der kommt dann am 2. Dezember, Mittwoch zwischen 10 und 11. So viel ich weiß. Einfach für alle, die das nochmal hören wollen. Und natürlich ist der Talk sowieso oder die Music Loft immer auch noch online. Auf Facebook. Kann man jederzeit nachschauen, teilen, liken, den Kollegen schicken. Super, und machen. Auch die einzelnen Songs kommen dann auf YouTube und. Also mega Arbeit hier. Ja, es gibt genug Material für all deine Fans und alle, die es wirklich nötig haben oder die es brauchen. So gut. Deine Message. Ich bin trotzdem nicht weg. Na, okay. Wir stellen eine Kamera ab und können doch einfach weiter schwatzen. Ja, lass oder die Kamera so. Laufen, ich bleib hier sitzen. Benni, du machst auch mal mit, oder? Spielen ja, wir noch ein paar. Ich bin noch ein bisschen jammen das und so. Das war ja gerade der Soundcheck jetzt. Ja, genau. Das war ja genau. Ist ja nicht so, Generalprobe so. Deborah, vielen herzlichen Dank, warst du hier bei uns. So gerne, danke euch. Immer wieder gerne und dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg natürlich. Und wir freuen uns auf dein neues Buch. Du gibst uns Bescheid. So gerne. Wenn es draußen ist. Ich komme gern wieder vorbei. Unbedingt, das machen wir so. Hey. Und auch euch da draußen, vielen herzlichen Dank, wart ihr mit dabei, habt ihr so fleißig mitgemacht. War toll mit euch, wie ihr hier alle mitgeschrieben gehabt, Fragen gestellt habt und. Danke auch unserem Partner natürlich, der Event AG. Und ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als schönen Abend miteinander. Mein Name ist Patrick Forster, macht's gut und bis ciao, bald. Ciao, ciao, ciao. Live Channel Music Loft, mir freut uns, wenn wir von euch hören. Liket unsere Videos und kommentiert fleissig und am besten könnt ihr uns einfach gerade abonnieren. Drückt die Glocke, wenn ihr regelmäßige Updates habt. Alle weiteren Infos findet ihr auf livechannel.ch/musicloft. Live Channel Music Loft mit der Event AG. Eventtechnik für Ihre Veranstaltung. eventag.ch